Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucher und Besucherinnen, der Freiwilligendienst ist sicherlich eine gute und wichtige Angelegenheit. Meine Vorredner haben es ja bereits gesagt. Ich kann das aus meiner eigenen Biografie bestätigen. Es war zwar nicht die 50er Jahre, wo ich mein FSJ in der katholischen Kirchengemeinde im Kindergarten gemacht habe, aber ich habe es mit 19 gemacht. Und ich habe dann im Diakonischen Werk im Übrigen mein Anerkennungsjahr als Sozialpädagogin in der Anleitung von FSJlerinnen gemacht. Also durchaus fällt mir dieses Thema durchaus auch bei mir auf fruchtbaren Boden. Umso mehr hat mich der Antrag erstaunt. Ich denke, es ist wichtig, darüber zu diskutieren, dass der Freiwilligendienst kein Ersatz für professionelle, pädagogische, psychologische, pflegerische und sonstige Tätigkeit ist. Das wäre sicher ein wichtiges Thema, das wir diskutieren sollen, dass er tatsächlich zusätzlich passiert, dass es tatsächlich notwendig ist, die Arbeit gut abzusichern. Aber in Ihrem Antrag haben Sie nur Worthülsen aufgebaut. Das ist halt zu wenig, ne? Ja, immerhin ihr drei. Super. Leihapplaus. Na ja, gut, vielleicht könntet ihr ja. Also, ich möchte nur so drei Zitate bringen aus dem Antrag. Der Landtag würdigt die Arbeit der Freiwilligendienste. Ja, hervorragend, machen wir alle. Der Landtag befürwortet die Möglichkeit, das auch in den Bereichen Kultur, Sport, Politik und Denkmalpflege zu absolvieren. Ja, das gibt es im Gesetz seit 2002. Was müssen wir jetzt dazu was Neues dazu sagen? Eigentlich überflüssig. Wir sehen es als positiv, dass es mehr gibt, und wir loben die Ankündigung der Landesregierung. Also, da hat es mir echt die Schuhe ausgezogen. Der Landtag lobt die Ankündigung der Landesregierung. Also, noch mehr hoheitsstaatliche Würde habe ich in diesem Haus kaum erlebt. Manchmal fühle ich mich so wie in einen Feudalstaat zurückgesetzt, wo wir sagen, oh, großer Fürst, danke, dass du etwas uns beschert hast. Mein Demokratieverständnis ist das nicht. Ich habe mir dann überlegt, warum stellen Sie den Antrag? Gut, der Herr Schad hat es uns verraten. Er hat gesagt, er hat mit den Organisationen der Freiwilligendienste gesprochen. Und wahrscheinlich haben die Ihnen gesagt, wie Sie allen anderen auch sagen, dass Sie eine bessere Ausstattung Ihrer Arbeit benötigen. Haben Sie Ihnen nicht gesagt? Da waren Sie aber sehr zurückhaltend. Das ist eigentlich die notwendige Voraussetzung. Es muss gute pädagogische Arbeit in dem Bereich geleistet werden. Man muss unheimlich gut aufpassen, dass die Freiwilligendienstleistungen nicht ausgebeutet werden, dass die unter vernünftigen Bedingungen arbeiten und dass die Arbeit auch gut verläuft. Und das ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen. Und diese Tätigkeit braucht mehr finanzielle Mittel, aber die gibt es nicht. Stattdessen haben wir einen solchen Antrag, von dem wir leider keiner ein Stück Brot davon bekommen kann. Danke schön.